Na endlich! Das hat doch jetzt einigermaßen geklappt, so auf gut Glück mit vielen Versuchen. So, das Schiff, da müssen wir erstmal runter. Gut, also werden wir definitiv damit weiterfahren. Da bin ich ja mal gespannt. Hey Kleiner, wo läufst du denn hin? Da stand doch auch einer. Einer von den Jukols. Hans, Oskar Hans läuft da rein. Er ist jetzt Oskar Hans. So, dann gehen wir hier rüber. Da stehen sogar zwei. Ach, hallo, kommst du auch mit? Schöne Sache. Und das, jetzt kapiere ich das auch. Das hier ist nämlich ein riesig großes Tor, wo wir dann wahrscheinlich durchgelassen werden. Ach, Mensch. So, hallo kleiner Mann, mach mal das Tor auf, tuk tut. Guten Tag. Guten Tag, Kate Walker. Hallo. Wir müssen weiter, großer Häuptling. Kate Walker weg? Ich werde Ihre Gastfreundschaft nie vergessen. Ich auch Du nicht. komm wieder, wenn du willst. Ja. Danke. Danke für alles, großer Häuptling. Kunuk mag. Mit dieser Arche sollen wir fahren? Jukol, Schiff robust, du gute Reise machen. Ja. Ja, das hoffe ich. Das hoffe ich auch. Hans ist wieder etwas zu Kräften gekommen seit seiner Verwandlung. Letzte Reise, Hans Vorarlberg. Weg nicht mehr lang. Ich weiß. Ich weiß. Folgen immer Traum, Kate Walker. Ja, wenn du das sagst, großer Häuptling. Können Sie die Tore zum Meer öffnen, Häuptling der Jukol? Kate mit Frau Yuki auf Arche. Großer Häuptling öffnen Tore. Danke. Gut Glück, Kate Walker. Auf Wiedersehen. Gut Du auch, Glück. auf Wiedersehen, Kate Walker. Wir sollen den Yuki mitnehmen. Dann müssen wir den auch erstmal holen. Ah, das finde ich toll, dass wir den mitnehmen dürfen. Ich weiß zwar nicht warum, was der noch für einen Zweck hat. Aber nett von dir, großer Häuptling, dass wir unseren geliebten Eisbärhundi mitnehmen dürfen. Das finde ich sehr schön. Und er bestimmt auch. Moment. Moment, ich bin falsch. Kate Walker, wir sind falsch. Wir müssen. Ach, wir können mit dem reden. Das machen wir gleich. Aber erstmal holen wir uns einen Yuki. Ich würde ja auch alle drei mitnehmen. Ich glaube, da sind drei drin. So, tschüss, ihr kleinen Zwergmenschen. Es war sehr nett bei euch, auch wenn ihr alles aus Elfenbein habt und dafür die armen Mammuts ihre Zähne lassen mussten. Mit dem können wir auch reden. Ja, super. Ah, das ging aber vorher nicht. Komm, Yuki, ja. Alter Eisbärhund. So, zum Abschied reden wir noch mal eben mit dem hier. Kunukmak, tuk tut. Kunukmak, ja, gut. Oh, wie süß die sind. Obwohl er irgendwie entweder gar keine Augen hat oder die Augen durchgehend zu hat. Faule Tiere. Ist der Yuki jetzt auch wirklich zum Schiff gegangen? Das will ich wohl hoffen. Dann sind wir gleich endlich weg aus der Jukolstadt und fahren aufs offene Meer, Kunukmak. Tuk tut, tuk tut. Ja, alles klar. Tschüss dann, ne? Ich würde jetzt auch gerne mal mit dem Hans reden. Ich meine, kann der denn jetzt wieder reden, so in Oskars Körper? Ach da, Yuki steht schon da. Dann mal tschüss, großer Häuptling, wir fahren dann jetzt. Guten Tag. Guten Tag. Ach so, okay, wir können direkt drauf. Wunderbar. Los, du jetzt schnell gehen. Ja, ich gehe ja schon. Thank you.
Detective Canton on line 3. Shall I tell him to call later? No, I'll take him, Jesse. Sir, if I may, sounds like he's in trouble. Hand him over. Canton? Canton, where are you? In hell, Marston. In hell. I'm jacking in, Marston. We'll never find her. Kate Walker's gone. Far away. Into another world. Can't do nothing for her now. I'm coming home, Marston. If I can. This time, we're screwed. Yep. You said it. Well, goodbye. Goodbye, Kate Walker. Pinguine. Ah, wie toll. Das finde ich ja jetzt richtig super. Wir haben zwar gerade einen Eisberg gerammt, aber das ist total egal, denn hier sind Pinguine. Geil. Sind wir am Ziel, Hans? Ist es das? Nein. Aber wo sind wir denn? Auf Packeis gelaufen. Irgendwo. Die Strömung nimmt uns nicht mehr mit. Warum bloß? Ich sehe nach, was los ist. Bis gleich, Hans. Ach, Mensch. Okay, was können wir hier machen? Hier oben an Deck anscheinend gar nichts. Dann gehen wir hier runter. Wir können dahin. Dahin? Ne, das ist der gleiche Weg. Okay, aber erstmal unten gucken. Und so viele Pinguine. Yuki! Hallo! Mach was, lass uns spielen. Die ganze Fahrt über geschlafen. Lass uns spielen. Dieser Yuki hat... Wer macht denn da so Geräusche? Ist das der Yuki? Da geht's eventuell nach oben. Oh, ist das der Yuki, der da so schnarcht? Das ist ja süß. Kann man hier nichts machen? Versuche ich mal dann aus. Kann ich nicht gelangen. Okay. Yuki, wie süß du bist. Ja, streck dich. Putzig, wir gehen wieder raus. Ah, Moment. Nichts zu machen. Abgeschlossen. Wir haben nur noch die russische Puppe. Mann, ich will endlich wissen, wofür wir die brauchen. Wahrscheinlich ganz am Ende. In Siberia, dann so eine russische Puppe. So, wir gehen zu den Pinguinen. Ihr Niedlichen. Auch wenn sich nur die Hälfte davon bewegt, aber okay. Hier ist das Seil. Ist das... Was ist das für ein Skelett? Oh mein Gott. Können wir hier noch weiter? Es ist hier gerade alles so verdammt hell. Ah! Hallo, ihr Süßen. Ah, ist so schwer. Wollt ihr eine russische Puppe? Okay, boah, seid ihr laut, Leute. Ihr seid ganz süß, aber ganz laut. Gut, also da können wir dieses Ding anheben. Das brauchen wir wahrscheinlich dann, um weiterzufahren, wenn wir überhaupt noch weiterfahren können und das Schiff nicht total kaputt ist. So. Da ist irgendwas. Eiszapfen, Fischgräte. Was ist das? Narwalhorn. Ach, da ist das tatsächlich ein Wal hier. Ach, Moment, vielleicht können wir das benutzen. Mehr ist hier doch nicht, oder? Russische Puppe? Nee. Können wir eventuell das Horn benutzen,
um das Schiff anzuheben, beziehungsweise das, den Teil vom Schiff, der da so rumliegt? Oder können wir damit innen irgendwas aufmachen? So. Ah, jo, das geht sogar. Ja, warum flippt ihr denn so... Warum flippt ihr denn so aus und warum haut ihr jetzt ab? Ah. Ach, das war der Anker. Geschafft. Wir können weiterfahren. Ja, ich glaube nicht, Kate, dass wir jetzt direkt weiterfahren. Das war also der Anker. Können wir denn hier noch weiter? Ja, natürlich können wir hier noch weiter. Oder auch nicht? Was... Endlich. Jetzt bin ich sie los, Kate Walker. Was? Oh nein, das Schiff steckt fest. Tja, kannst du mal sehen. Wo kommt der eigentlich jetzt auf einmal her? Das darf ja nicht wahr sein. Wir müssen doch bestimmt was mit den Pinguinen machen, aber da können wir auch hin. Achso, nee, so geht sie wieder zurück, oder? Nee, doch nicht. Sehr verwirrend. Ach, das ist ja wie ein Geheimakte Tunguska. Da war doch auch was mit den Pinguineiern. Die können wir nicht mitnehmen. Können wir die russische Puppe? Yo. Aha. Hey, sieh da. Die sagt nicht zu den Pinguinen, sieh da, oder? Doch, sagt die tatsächlich. Er kommt, hey, sieh da. Hm. Ich finde das gerade irgendwie extrem lustig. Hey, sieh da. Kate. Was willst du damit bezwecken, Kate? Wie nah er an ihr dran ist, ey, wie süß. Okay, die stehen da jetzt und gucken sich das an. Und haben jetzt bestimmt... Ah, die haben jetzt den Weg hier vorne freigemacht. Da wären wir wahrscheinlich vorhin gar nicht durchgekommen. Hier nämlich. Ach, wie lustig. Wir sind endlich die russische Puppe los. Das ist ja toll. Oh oh. Oh oh. Ich bin mir... Das Eis ist dünn. Hoppla, ich bin mir nicht so sicher, was ich hier tue, aber okay. Ich mach's einfach mal. Ah, okay. Hier unten drin sind wir jetzt. Über uns läuft der Ivan. Da haben wir ein Fass. Da ist die Tür. Gut, gucken wir uns erstmal das hier an. Angucken, Kate. Angucken. Nicht direkt irgendwas machen. An diesen Ort kann ich nicht gelangen. An diesen Ort kannst du nicht gelangen. Ich muss einen Weg finden, ihn loszuwerden. Ja, das musst du. Das hat also diese Tür blockiert. Alles klar. Gut, ich bin mir noch nicht sicher, wie wir den genau loswerden, aber jetzt könnte sie doch rein theoretisch da oben dran, wenn sie da aufs Fass geht. Genau, wir brauchen irgendwas, um die Schrauben hier zu lösen. Nein, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, da müssen wir was dranhängen. Okay. Gehen wir mal hier hin. Ach, hier gibt's noch mehr, Mensch. Was ist das? Ich konnte doch hier gerade da, die Stelle.